Jo Freunde, was geht ab? Hanni am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen ASMR-Video. Was, Bruder? Spaß, Freunde, natürlich nicht. Nachdem uns die letzte Wind Challenge so viel Freude bereitet hat, habe ich mir gedacht, wir packen einfach noch ein Spiel dazu und machen jetzt 7 Games, 7 Wins. Deutschland, wir beginnen natürlich mit dem Spiel, was uns am meisten Freude bereitet. FIFA, ein Online-Footdraft. Oh, ich habe sogar noch 10 Packs. Oha. Antonio! Ehrenbruder Mercedes Benzema. Dann gehen wir doch rein ins Online-Draft. Okay, Team steht. Sieht gar nicht so schlecht aus. Wir gehen rein in den ersten Versuch. Let's go! Boom! Oh, was? Oh. Bing Bong! Oh, ich kann es nicht mehr. Messi und Werner rein. Boom, Timo Werner, 3 Minuten auf dem Platz. In FIFA. Timo! Wo verlängert den Kanté? Bitte, Timo. Ja! Halt sie zurück, halt, Flitzer! Seit wann gibt's einen Flitzer in FIFA? Vorbei. Mitten Schlusspfiff. Finale. Jetzt haben wir einmal eingespielt. 12-7 Schüsse für mich. Meine Fresse, ey. Unglaublich, wie sehr mich das Spiel jedes Mal wieder bricht. Nope. Finale. Natürlich hat er in der Offensive komplett die besten Shapeshifter. Das sind die größten Spitzer, wenn ich schon wieder das türkische Logo da oben sehe. Was? Da fängt keiner am Ball ab. Was soll ich denn machen? Abseits. Kannst du keinen erzählen. Nicht eine Icon. Knockout. Zweites Finale. Wenn ich das Finale jetzt verliere, dann sehe ich die Challenge, als sie scheitert, an. Also dann breche ich ab. Alter, was ein Pass. Und da kriege ich den noch. Da kriege ich den noch. Mein Torwart hat ihn schon. Nope. Das ist so gut gespielt. Das bringt mir einfach gar nichts. Nope. Ich verstehe es nicht mehr. Nope. Ich verstehe es nicht mehr. Ich will es doch nur verstehen. Ja. Ja. Ginola. Der ist raus. Ja, er ist raus. Geschafft. Warum geht der raus? Der war so gut. Der war mindestens genauso gut wie ich. Oh, das Spiel habe ich jetzt 4 oder 5 Mal komplett. Und wir haben den ersten Win. Nach dem Stress nehmen wir als zweites Spiel mal ein etwas entspannteres Spiel. Sprachen lernen, Bubble.
Wir gehen rein in Wer weiß denn sowas? Augenfarbe? Oh Gott. Ich glaube blau. Ui, Team Elton. Und Hani! Hier ist die Wand. Die Kategorien heute. Essen und Trinken. Also ich persönlich würde gerne Essen und Trinken nehmen. Ja, sieht man dir an. Warum sollten angebrochene Flaschen Leinöl immer gut gekühlt werden? Wir gehen mal mit C. Dann nehmen wir C. Ja. Wir nehmen einfach mal, weil wir es sind, clever. Welcher einfache Test gibt Aufschluss darüber, ob jemand über den Tag hinweg genug Flüssigkeit zu sich genommen hat? A. Die Finger beider Hände gegeneinander pressen. B. Mit zwei Fingern die Haut am Handrücken nach oben ziehen. Oder C. Ein Glas mit der Öffnung an den Oberarm drücken. Das? Da verändert sich gar nichts. Komm, wir nehmen B, Elton. Wir nehmen B. Ob man über den Tag hinweg genügend trinkt, kann mit einem einfachen Test festgestellt werden. Einfach mit zwei Fingern die Haut, beispielsweise am Handrücken, mit zwei Fingern vorsichtig nach oben ziehen. Schnallst sie gleich zurück, ist der Körper in der Regel gut versorgt. Sofort wieder unten. Perfekt. Komm, wir lassen uns mal überraschen. Der sogenannte Wettersteiger. A. Sorgt für Frischluft in Bergwerken. B. Hängt am Korb eines Heißluftballons. Oder C. Zeigt den Luftdruck in einem Barometer an. Unter Tage hingegen ist es ein Synonym für frische Luft. Es bleibt bei 1000 Euro. Okay. Bleibt bei 1000 Euro. Auf welches im November 2018 erlassene Gesetz müssen sich Touristen in Rom einstellen? A. Pizza darf nur in Verbindung mit einem Getränk bestellt werden. Quatsch. B. Einem Gast dürfen nur 2 Espressi pro Stunde serviert werden. Oder C. Alkohol darf von 2 bis 7 Uhr nirgendwo mehr ausgeschenkt werden. Ja, wir nehmen C. Wie sicher? Ja, wir nehmen C, oder? Ab 2 Uhr dürfen Clubs und Diskotheken keinen Alkohol mehr ausschenken. Wer sieht hier nach einem Gärtner aus? Komm schon alleine, weil er eine Klatze hat, übelst breit ist, aber ein Hello Kitty Pullover trägt. Und Sie glauben, das beantworten zu können? Ich denke ja. Ich glaube, Antwort B ist richtig. Das habe ich irgendwie schon einmal gehört. Okay, dann nehmen wir das. Wir haben B eingeloggt. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Hätte ich auch immer. Wer auf chemische Hilfsmittel verzichten möchte, nimmt einen Eichen. Jawohl! Ja, sag ich doch. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist richtig. Sport. Dann können Sie uns nicht überholen, wenn wir es richtig beantworten. Wir setzen 1-5. Wir haben eure Einsätze getätigt. Bei der Weltmeisterschaft welcher Sportart gibt es für einen Sieg die wenigsten Punkte in der Tabelle? A. Formel 1, B. Fußball oder C. Handball. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Handball. Fußball 3, Formel 1 15. Und Handball, glaube ich, 2, ne? Handball. Bernhard hat gesetzt. Alles, ich wusste es. Das Team Elton. Wir schauen, was unsere beiden Teams getippt haben. Das Team Bernhard hat gesetzt auf Antwort C. Ja! Das Team Elton hat getippt auf Antwort C. Schauen wir auf die Auflösung. Beim Fußball, das hat die FIFA schon 1994 beschlossen, Fußball-Weltmeisterschaften, da gibt es für einen Sieg 3 Punkte. Beim Handball gibt es für einen Sieg der Weltmeisterschaft nur 2 Punkte. Aber bei der Formel 1 seit 2010, da gab es nämlich die Änderung. Für den Sieger eines Rennens in der Formel 1 gibt es nämlich seit 2010 nur noch 25 Punkte. Das bedeutet, dass Team Elton gewinnt. Sieg Nummer 2. So, dann gehen wir rein ins dritte Spiel. Rocket League. Ein Solo-Competitive-Sieg. Ich kann es immer noch nicht übrigens. Gut gerettet. Keine Chance gegen den. Nächster Versuch. Reitschuh, Mike.
Bin ich Pikachu, Honey. Oh, das ist gut. Oh. Oh. Ich bin so schlecht, ne? Ich treffe nicht mal das leere Tor. Dritter Versuch gegen Mumra 79. Ey, jetzt mal ehrlich, wer spielt denn sowas freiwillig? Ich bin so schlecht, Alter. Ich treffe. Ja! Ich bin der Beste! Hä? Boom! Schüssler kann ja nicht abgeblockt werden, oder? Ja! Ja! Woo! Ja! Ja! Mumra, wo bist du? Ausnahmetalent, das kannst du nicht lernen. Ich bin einfach der Beste in Rocket League. Sieg Nummer 3. Der Zug hat keine Bremse. Okay, Spiel Nummer 4. Fall Guys. Ein Solo-Win. Wir versuchen es wieder mit Croco Loco, Batida de Coco. Croco Loco, Batida de Coco, Latinas und Schokos mit riesigem Popo. Okay, erste Runde. Let's go. Nein! Ich bin raus. Oh, ich bin zu fett. Holy shit, bin ich schlecht. Das konnte ich auch gar nicht so schlecht das letzte Mal. So, Laufschuhe an und ab. Oh ja, natürlich erwischt es mich. Jetzt blocken die mich hier noch. Oh, steh doch mal auf, du Fettsack! Oh. Ey, Mann! Oh, Mann! Ich muss raus! Das Krokodil ist einfach zu fett, wir brauchen was anderes. Wir nehmen die Taube. Die Taube hat einen Bonus, die kann fliegen. Partymeile. Wir sehen, wer der Schnellste auf dem Ballermann ist. Auf geht's. Oh nein, ich glaube, ich habe es noch nie überlebt. Oh, ja, das erste Mal geschafft. Oh mein Gott, 6, 7, wichtig. Oh. Hexrolle. Oh. Nein. 17. Finale. Hä? Der hat gebuggt? Habt ihr das gesehen? Der hat in der Luft gebuggt. Zählt als Sieg Nummer 4. Ich lasse mich doch nicht verarschen. No, no, no. Okay. So, Leute, Spiel Nummer 5. Warzone. Erstmal ein bisschen abreagieren von dem Fall Guy Mist. Ein Sieg im Rebirth-Modus. Für den Solo-Modus reicht es einfach nicht. Ah, perfekt, ich hab noch eine Sekunde gebraucht. Ihr seid richtig geil. Süße Vergeltung. Spät geguckt, wo ist. Guck mal, was ich mit dir mache. Das mache ich mit dir. Erfolge mobiles Ziel. Sie haben mich im Visier. Double Kill, wieder du. Der ist erledigt. Wieder du, diesmal habe ich dir was mitgebracht. Guck mal. Mittelfinger hoch! Mittelfinger hoch!
Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Das Gas ist hier auf den Fersen. Gute Runde. Am Ende gut gespielt. Und das heißt Sieg Nummer 5. Okay, Freunde des gepflegten Rennsports. Jetzt wird's wild. Setzt eure Helme auf. Ein Solo-Win Mario Kart Online. Wer Mario Kart spielt, weiß, dass es viel Rage-Potenzial mit sich bringt. Okay, erster Versuch. Und go. Oh, perfekter Start, geil. Anna, einer für dich. Oh! Ach du Scheiße. Nein! Oh, kurz vom Ziel, das wär's schon gewesen. Oh nein! Weil ich die Kurve so schlecht genommen habe. Ach verdammt, ey, das wär's schon gewesen. Jetzt bricht erstmal ein. Oh, na klar, wehrt das Ding das Teil ab. Weg, 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 weg. Wichtig. Letzten Pilz, ne? Das wär's gewesen. Scheiße. Ja, bitter. Guter Start, guter Start, guter Start. Oh, ich bin wieder zu fett. Wirklich die Kästchen. Ich habe gedacht, da geht's gerade aus. Na moin. Hä? Wie? Okay, das war gut. Wir sind noch dran vor der letzten Runde. Oh, ich wusste, dass jetzt eine von... Es kommt nie eine von Ersten. Wenn ich Erster bin, kommt einer. So, die hätte nicht jetzt kommen können, ne? Nö, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch Erster gewesen. Das ergibt gar keinen Sinn, aber egal. Das Ding hätte ich auch locker ziehen können. Mann! Oh, ja, da trifft sie mich natürlich auch. Das war's. Lulu ins Bett. Können wir uns mal einigen, dass alle auf Fufus gehen? Aber ich fühle mich ein bisschen sicherer mit der Queen hinten dran. Ich behalte sie, oder? Ich muss es eigentlich riskieren, ne? Ich habe ja noch die rote, die kann ich ja hinten dran behalten. Ich muss sie nur treffen jetzt. Nope. Oh, ich bin so blind. Nimm das. Bitte hat er nur eine Münze gekriegt. Oh, ich muss nach hinten schießen. Ich kann mit dem Druck nicht umgehen, ich will nicht Erster sein. Ich will nicht Erster sein. Hab mich getroffen. Oh, bitte. Bitte keine von Ersten mehr. Ja, richtig. Wo ist Wufus? Wuff, wuff, wo? So, da war es nur noch einer. Sieg Nummer 6, ganz wichtig. Müssen die ganzen Kiddies aber wahrscheinlich nichts mit anzufangen, was No Sweat bedeutet. Die schwitzen sich trotzdem hier rein. Das kann den Vorteil aber lange dauern, die haben nämlich... Ja, stimmt. Soweit das Auge reicht, du siehst keinen Gegner, was ist das? Ja, jetzt kommt es auf einmal von allen Seiten, perfekt. Yo, chill doch mal. Hallo, ich weiß nicht, das war's perfekt. Also, es kommt jahrelang keiner und dann wirst du auf einmal vorbei. Naja, das ist okay. Eine Runde tiltet muss immer sein. Ah, Munition leer, falsche Waffe gewählt. Oh. Aua. Oh, muss los. Ah. Ich habe gedacht, ich schaff's noch. Oh, was? Also dümmer hätte es nicht laufen können. Ruhig, erstmal Luki machen. Okay, Break. Ja, jetzt rennst du weg, ja? In Kreuzrot, ne? Oh. Hat er mir einen reingedrückt. Oh nein, nicht jetzt. Sorry, nicht jetzt. Oh, ah, nee, Bot. Gucken wir an. Gucken wir an. Kopf an Daumen. Oh! Oh ja. Ja! Endlich mal ein Erfolgserlebnis. Jetzt fahre ich bis nach unten durch und bin tot. Oh! Wäre wirklich so gewesen. Oh, so knapp.
6 HP, 6 HP. Das hast du dir aber gedacht, du. Das hast du dir aber gedacht. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Hab's ja. Aber ich bin einfach besser. Der Abstauber. Den nehme ich noch mit. Nee, das ist zu heiß. Eigentlich muss ich hier oben den wegholen, ne? Oh mein Gott, 3 HP. Ruhig. Nein! No! Es waren einfach zu viele Fights. Ah, perfekt. Ja, chillig. Ich wusste, dass da noch einer ist. Ich wusste es. Oh, wie schnell der mich aber doch killt. Ja, hör auf damit. Ja, stirb. Stirb! Haha, komm mal, Bitch. Ich schieb dir recht. Ja, ja, ja. Oh! Ich dachte, da ist keine Tür mehr. Ich habe die Scheißtür nicht gesehen. Ach Mann. Ach Mann. Die machen mich so sauer. Ah, stimmt. Den Scheißbus muss man finden. Safe. Ah! Oh, 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 ich bin... Ey, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Wo kam er denn schon wieder her? 60er Hit. Ja, ein Feini, ein Feini. Ruhig. Oh, wer bist du denn? Oh. Jo, wahrscheinlich kommt jetzt hier einfach Darth Vader aus dem Boden. Ich auch nicht, dass da jetzt einfach auf der Map rumläuft und wahllos Leute angreift. Oh nein, das ist nicht mein Vater, also weiß ich auch nicht, was er von mir wollte. Das ist schon mal stark. Oh mein Gott, ich wäre fast noch gestorben. Ja, schwimm ruhig in der Zone, ja. Ach Mann, ich muss es machen. Das war so schlecht gespielt am Ende. Scheiß drauf, Sabina. Ist das Ding endlich. Danke an alle, die dabei waren im Livestream. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen hier auf YouTube. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Nächste Challenge sind dann 8 Spiele. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ne? Bis dahin. Tschö, tschö.